So, hier nochmal ein Beispiel für eine Serien- und Parallelschaltung. Hier haben wir eine Kapazität oder einen Kondensator parallel zu einem Widerstand in Serie mit einem weiteren Widerstand, R2. Die Werte sind 50 Hertz für die Frequenz, 100 Ohm für den ersten Widerstand, 50 Ohm für den zweiten Widerstand und 55,1 Mikrofarad für den Kondensator hier. Angegeben ist ein Strom von I1 gleich 1 Ampere in diesem Widerstand hier. So, wir kümmern uns zunächst auch hier schon vorbereitet um den Blindleitwert der Kapazität. Das ist nämlich Omega mal C. Das sind 0,01731 durch Ohm. Und dann können wir schnell, und da kommt der krumme Wert auch her, uns hier den Betrag der Admittanz berechnen als Wurzel 1 durch R1 Quadrat plus Omega Quadrat C Quadrat. Und das ist genau so gewählt, dass das hier nämlich gerade 2 1/50 1 durch Ohm wird, also gleich 0,02 Siemens sind. So, wenn wir das haben, können wir uns hier auch den Spannungsabfall ausrechnen über über den Punkt hier, nämlich U1, beziehungsweise das ist U2. U1 ist natürlich gleich U1 ist gleich R1 mal I1, also gleich 100 Volt in Phase mit dem I1 hier. Also da das reell war, brauchen wir hier auch keine Betragsstriche oder sonst irgendetwas drumherum zu machen. Und kommen dann auf die Art und Weise auch schnell zum Betrag der Stromstärke durch den Kondensator, nämlich B mal U1 gleich 0,0173 1 Ohm mal 100 Volt gleich 1,73 Ampere. So, Phasenwinkel dazu trage ich hier nicht ein. Wissen wir aber, ich fange gleich an, das mit dem Zeigerdiagramm zu konstruieren und simuliere damit mal, dass ich keinen vernünftigen Taschenrechner habe, aber ich habe natürlich einen und deswegen werde ich es gleich auch nochmal komplex vorrechnen. Da machen wir die 0 hin. An mit 'dem Realteil der Spannung in Volt. Das sind hier 100, 200 und dann haben wir hier J, Imaginärteil der Spannung in Volt. Das sind hier dann auch 100. Hier ist die 0 und hier wären es minus 100. So, wir haben zunächst mal die 100 Volt ausgerechnet für U1, das ist genau diese Strecke hier, der Vektor, den ich jetzt zeichne bis dahin. U1, mehr wissen wir darüber noch nicht, wir müssen das mit dem Strom weitermachen. Und J, Imaginärteil vom Strom in Ampere, da gönnen wir uns mal hier 1, 2, 3 und hier J1, J2, da die 0, minus J1. Und dann hatten wir hier die schon angegebenen 1 Ampere auf dem Stück als I1. Die 1,73 macht 3,4 cm. Nach oben, also vorlaufend vor der Spannung angetragen.
IC. Und die Summe der beiden ist I2. I2 gleich IC plus I1. Das darf ich so schreiben. I2 sind 4 cm, also 2 Ampere vom Betrag her. So. Wir wissen, dass der Spannungsabfall über den zweiten, also U2, parallel erfolgen muss oder erfolgen wird zum I2. Also kann ich das Ganze parallel verschieben hierhin. Ich weiß nur jetzt noch nicht so lang, genau, wie lang das Ding werden wird, aber die Richtung kann ich schon mal angeben. So. Und U2-Betrag ist sicherlich gleich I2-Betrag mal R2. R2 waren 50 Ohm, das sind 2 Ampere, also gleich auch 100 Volt. 100 Volt sind 4 cm, also bis hier. U2 und U-Gesamt können wir hier rausfinden. Das ist die Summe, das sind 6,9. Machen wir erstmal ein Strichchen. Das ist U gesamt oder U. U gesamt sind 6,8 cm durch 4 cm mal 100 Volt. Das sind 170 Volt. So, die Phase können wir auch noch bestimmen. Phasen zueinander. Zunächst mal die Phase zwischen U1 und U gesamt, falls das von Interesse sein sollte, 30 Grad. Aber vielleicht ist ja auch die Phase interessant zwischen U und dem I gesamt. Können wir auch bestimmen, das ist genau der Phasenwinkel hier. Das sind aber auch 30 Grad, nicht? So. Rechnen wir das Ganze noch komplex. Und zunächst haben wir mal I1. Und I1 ist ja natürlich die Spannung, die hier oben abfällt, geteilt durch den R1. Also nun machen wir erstmal den Spannungsteiler auf für den gesamten. Das ist also U mal. So, dann das, was wir hier oben haben, das ist die Parallelschaltung von den beiden hier. Ich schreibe es mal etwas umständlich aus, dann ist das nämlich genau R1 durch J Omega C durch R1 plus 1 durch J Omega C, großer Bruchstrich, und jetzt kommt der Gesamtwiderstand, die Gesamtimpedanz, das ist nämlich R2, und dann nochmal die Parallelschaltung R1 durch J Omega C durch R1 plus 1 durch J Omega C, das brauchen wir in Klammern, und dann müssen wir noch durch R1 teilen. So, das R1 macht zunächst mal das R1 da oben weg. Damit lasse ich dann das J Omega C hier in den Nenner rutschen, und an der Stelle hier unten mache ich zunächst noch nichts. Das gönne ich mir in einem nächsten Schritt. Dann haben wir U mal 1 durch 1 plus J Omega R1C, so, durch, na, hier mache ich dasselbe, ich hole das auch nochmal runterrutschen, R2 plus
R1 durch 1 plus J Omega C. Das R1 hatte ich schon verarbeitet. So, dann lasse ich das komplett noch runterrutschen. Dann haben wir nämlich U durch, hier geht es weg, dann bleibt hier also R1 stehen. Also da, das hier kürzt sich mit dem. Und hier muss ich aber mit 1 plus J Omega R1 C dieses R2 multiplizieren. Also kommt hier R2 raus plus J Omega R1 R2 C. So, beziehungsweise U ist gleich I1 mal R1 plus R2 plus J Omega R1 R2 C. Und ich kann einsetzen 1 Ampere mal 150 Ohm, das sind nämlich die beiden hier, plus J, das Omega C hatten wir schon ausgerechnet, 0,0173 mal 100 mal 50 und das Ganze gibt auch in Ohms. Und wir haben hier 150 plus J 86,5 Volt. Und der Betrag, der Taschenrechner kann das ja, sind 173,15 Volt mal E hoch J 29,9 Grad. Und da dieses hier sollte jetzt übereinstimmen, und das tut es ja auch mit den Werten, die ich aus dem Diagramm gelesen habe. Das hier nämlich mit jenem Wert. Und hier haben wir noch die beiden Phasenwinkel. So, wenn wir also zeichnerisch arbeiten wollen, nicht zu viel den Taschenrechner quälen wollen, können wir über die Zeichen, über das Zeigerdiagramm ganz wunderbar gehen. Die komplexe Rechnung schafft es aber auch. Ich habe das hier jetzt durchaus mit Doppelbrüchen angesetzt. Man kann das etwas anders in kleineren Schritten tun, aber so ist es auch ganz nett, das mal gesehen zu haben.